I need you, boo. Oh, I gotta see you, boo. Hey. Said the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. Hey, little mama, ooh, you're a stunner. Hot little figure, yes, you a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class all your own. Oh Gott, meine Haare sehen so schrecklich aus, ne? Hallo und herzlich willkommen. Ich wusste echt nicht, was ich mit denen machen soll, deswegen habe ich es jetzt so zur Seite gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es auch offen lassen, mir ist das sowas von wurscht. Die sind einfach, ich habe keinen Bock, ich bin im Urlaub, ich habe keinen Bock, sie zu glätten oder... Die sind einfach Natur und guckt euch das mal... Nee, unmöglich. Ich wollte euch nur was erzählen und zwar, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, war ich... kurz vor Weihnachten im Krankenhaus wegen meiner Blinddarmoperation und kurz davor habe ich mir dieses Piercing stecken lassen gehabt. Tolles Deutsch. Das Deutsch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall das wollte ich euch die ganze Zeit schon ewig erzählen und dieses Loch ist mir damals zugewachsen. Ich bin aufgewacht und war total benommen und ich habe gefragt, mein Freund kam, um mich zu besuchen und ich meinte so, ey, kannst du mir bitte mal ein Piercing wieder reintun? Er so, tut mir leid, der ist zugewachsen innerhalb eines Nachtes, weil die haben vergessen, mir dieses Plastikröhrchen reinzustecken. Jetzt habe ich es mir nochmal stechen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, vor einer Woche oder so. Jetzt muss das Ganze nochmal verheilen, ich hasse es, es tut irrest weh und gar nicht schön. Ich wollte jetzt eigentlich schon mein zweites machen lassen. Und seht ihr das? Und dann könnt ihr das sehen, wenn ich so gerade stehe. Wahrscheinlich könnt ihr das nicht. Wenn ich so gerade stehe, dann sieht man am Ohr das hintere Teil. Also es ist schief gestochen worden. Es müsste eigentlich so sein. Aber wenn ich hier Spiegel gucke, sehe ich das hintere Teil und das kotzt mich an. Also Entschuldigung wegen der Ausdrucksweise, aber es nervt mich irres. Naja, auf jeden Fall. Meine Rose ist natürlich weg, diese kleine, die ich gekauft hatte, ist natürlich weg, verschwunden im Krankenhaus. Keine Ahnung, warum auch immer und wieso. Und meine kleinen silbernen Ohrstecker sind auch alle weg, das sind kein echtes Silber. Man sieht auch, dass meine Ohren total verfärbt sind davon. Die sind auch alle verschwunden, ich habe die alle in die Tüte getan und die sollten mir eigentlich wieder gegeben werden, aber irgendwie ist alles scheiße gelaufen. Naja, ich wollte euch das erzählen, dass ihr das nochmal stechen habt lassen. Und sage ich das euch jetzt, ich habe mich tätowieren lassen und zwar zweimal an einem Tag und zwar hier und das zeige ich euch aber irgendwann und ihr kennt mein erstes Tattoo noch gar nicht und das habe ich jetzt erweitern lassen. Ich habe jetzt total tolle, stylische Joggingklamotten an und total geile Socken. Ja, wartet. Und total behaarte Beine wahrscheinlich. Seht ihr das? Zuvor hatte ich nur das hier. Ich mache übrigens selber Musik und das Humor. Und dann habe ich mir die beiden hier noch machen lassen. Ja, ich finde es schön. Es ist zwar ein bisschen trocken im Moment, aber wenn ich wieder daheim bin, dann... Also ich finde es schön. Ich mag Musik. Und ja... Wo seid ihr? Hier seid ihr. Ja, und das zweite habe ich mir mit meiner Freundin stechen lassen. Ihr wisst, dass ich das hier immer trage. Also ständig. Ich habe übrigens keine lackierten Nägel, bis auf dieses kleine Herz. Das habe ich mir rausgekratzt, weil ich hatte hier keinen Nagellackentferner. Und ich stehe total auf Peace. Und dieses Kettchen trage ich eigentlich immer. Und deswegen habe ich mir mit meiner Freundin zusammen das hier stechen lassen. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt, also mir gefällt es, da ist so ein klitzekleiner Schmetterling drauf. Voll süß. Und sie hat das gleiche, nur größer. Also größer wollte ich das jetzt eigentlich nicht haben. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte es lieber klein. Und sie wollte es lieber groß. Und deswegen, ich wollte euch das nur zeigen. Ich hoffe, dieses Jahr folgen noch mehrere Tattoos, weil... Ich habe da noch so ein paar Ideen und die sollten auch bald folgen. Ja. Gut, das wollte ich euch alles erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. Und meine Haare regen mich so auf, ich muss mir jetzt einen Zopf machen.
Wir sehen uns bald wieder. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, wenn ihr das nächste Mal, wenn ich mich stechen lasse oder so, wenn ihr mitkommen wollt, dann könnt ihr das sagen. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder keine Ahnung. Schreibt es mir einfach, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt zum Beispiel oder so. Schreibt es mir einfach. Und schreibt mir bitte auch, ob euch der Ton gefällt, weil ich habe jetzt eine neue Kamera gekauft, aber das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Naja, ich hoffe, es klingt gut und alles. Ich laber viel zu viel Scheiße. Naja, also tschüss.